Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nachtausgabe, die ohne das WDR Fernsehen stattfindet, aber mit 1 Live natürlich und auch mit 1 Festival. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Wir sind wie immer freitags ganz offen und ganz Ohr für eure Themen und eure Themenvorschläge. Also egal, über was ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch hier bei uns und dann können wir vielleicht plaudern, streiten, diskutieren, wie auch immer. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, die erste Anruferin ist die Tanja. Tanja ist 25 Jahre. Guten Morgen, Tanja. Hallo, Domian. Hallo, Tanja. Ja. Ich habe eigentlich, ich sag mal, ein schönes Ereignis. Und zwar, ich bin schwanger. Ja, Gratulation. Dankeschön. Im 8. Monat, das ist das erste. Aha. Und mir ist vor einigen Jahren, habe ich gedacht, ich würde also niemals irgendwie glücklich werden. Mhm. Warum? Weil meine große Liebe Auto verunglückt ist. Oh. Wann, wie lange liegt das zurück? Das sind jetzt 5 Jahre, ist das her. Und die große Liebe, mit wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Wir waren 3 Jahre, waren wir zusammen. Wir waren eigentlich gerade dabei, zusammenzuziehen, unsere Zukunft zu planen. Mhm. Und ja, ist eben halt durch ein dummes Ereignis sind wir mit zwei verschiedenen Autos gefahren. Wir sind sonst immer zusammengefahren. Ja. Und es war also noch ein Auto zwischen uns zu der damaligen Zeit. Also er ist alleine gefahren? Genau. Und du bist alleine gefahren? Und ich bin auch alleine gefahren. Wir hatten beide gerade einen Führerschein. Ja. Ja, und er wollte überholen in der Kurve und hat es dann auch gemacht und ist dann frontal halt in ein anderes Auto rein. Und du hast das gesehen? Und ich habe es im Rückspiegel, habe ich das Ganze gesehen. Hab dann auch angehalten, bin dann eben halt zu ihm hin und stand aber nur vor dem Auto und ich konnte nichts machen. Gar nichts. Konntest du ihn denn sehen oder war er so eingeklemmt und verklemmt? Ich konnte ihn sehen, ich konnte sein Gesicht sehen, aber er hatte die Augen zu und also ich sag mal, er sah in dem Moment normal aus, als wenn jetzt jemand schläft oder so wie ich ihn halt kannte. Aber in der Sekunde warst du wahrscheinlich alleine da, ne? Oder waren da schon andere Leute im ersten Moment? Da waren schon noch andere dabei, aber die dann in dem Verkehr da beteiligt waren. Ja. Aber was hast du gemacht? Hast du geschrien? Oder warst du so gelähmt vor Schock? Ich habe gestanden, ich konnte nichts sagen. Hm. Gar nichts. War er denn da schon verstorben? Also wie mir nachher die Ärzte dann sagten, also auch seinen Eltern dann, war er zu dem Zeitpunkt also schon klinisch tot. Ja. Was ich einfach nicht wahrhaben wollte. Weil so. Aber du hast dann gesehen, wie die Hilfskräfte ihn aus dem Auto rausgeholt haben? Ja. Und bist du dann zu ihm hingegangen, hast du ihn angefasst, hast du was gesagt? Ich wollte immer wieder zu ihm hin, weil ich dann irgendwie so weit war, um ihm dann helfen zu können. Und die Polizei, die hat mich also zu dem Zeitpunkt, hat sie mich ins Polizeiauto gesetzt und sagte, ich soll sitzen bleiben. Das Einzige, was die mir dann gegeben haben, waren dann sein Handy und sein Portemonnaie, seine Papiere. Und sagten, ich soll sitzen bleiben, ich soll mir das nicht angucken. Na gut, ich habe es versucht, aber ich wollte ihm einfach helfen. Ja, aber dann war er wahrscheinlich schon wegtransportiert ins Krankenhaus. Das geht dann ja doch sehr schnell, sowas. Ja, eigentlich ja, beim Hubschrauber. Mhm. Wann hast du denn dann die wirklich endgültig schlimme Nachricht erfahren? Es war andern Tags erst, also ist mittags passiert, so gegen 1. Mhm. Und andern Tags um 8 Uhr riefen dann seine Eltern bei mir zu Hause an und sagten dann, ja, dass er halt tot wäre. Und ich stelle mir diese Nacht ganz schrecklich vor für dich. Du warst ja nun völlig unverletzt. Wie hast du diese Nacht verbracht, als er im Krankenhaus lag und du nicht wusstest, was los war? Also meine Eltern, die haben mich zu einem Notarzt gebracht oder beziehungsweise ein Notarzt, der kam zu uns nach Hause und ja, ich sag mal, in dem Moment war es so eine Art Droge, die ich da verabreicht bekommen so. Habe. Ach so, also ein Beruhigungsmittel. Spritzen. Verstehe. Und dann hast du geschlafen und... Ja, genau. Als du das dann an dem Morgen erfahren hast, war es da so, dass du es da auch immer noch nicht glauben konntest? Ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe also die ganze Zeit gesagt, ich muss dahin. Ich glaube das einfach nicht. Wir sind dann auch dahin gefahren, in die Uniklinik.
Und ich habe also erst geglaubt, als er dann da im Bett gelegen hat und keine Maschinen waren mehr an. Und du hast ihn noch gesehen. Ja. Mhm. Du hast also insofern dann auch nochmal Abschied nehmen können von ihm. Es ging, ja. Wie waren da viele andere Leute auch noch in dem Raum? Da war nur noch der Vater von meinem Freund. Ja. War noch da. Ja. Und ich sag mal, wir haben uns in dem Moment einfach eine Stütze gegeben, gegenseitig. Mhm. Und das war so furchtbar. Mhm. Sowas ist ja eigentlich unbeschreiblich schlimm. Ja. Also ich wünsche es keinem, meinem ärgsten Feind. Ja. Das Ganze war vor 5 Jahren. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um dich so einigermaßen wieder so in, auf die Reihe zu kriegen? Sag mal, in demselben Jahr, da bin ich noch aus der Stadt, wo wir gewohnt haben, bin ich rausgegangen. Also komplett in ein ganz anderes Bundesland. Ah, das glaube ich war eine kluge Entscheidung. Ja, ich konnte einfach nicht, egal in welche Tausend Ecke Erinnerungen ich gegangen bin, in welchen Laden, ja genau, es hat mich alles an ihn erinnert. Ich musste einfach weg. Ja. Und ich bin dann nach 2 Jahren bin ich dann wieder zurück. Mhm. Ja. Und dann habe ich meine große Liebe gefunden. Ja, du. Meine zweite. Die zweite große Liebe, weil du hast gerade ja mit einer freudigen Nachricht begonnen, nämlich dass du schwanger bist. Ja. Ich vermute mal fast, dass du hast du noch zu unserem Thema gestern angerufen? Ich liebe das Leben. Ja. Ja, genau, ja. Richtig, darum ging es eigentlich. Also da war auch ein ganz schwerer Schicksalsschlag, der einen unter Umständen ganz aus der Bahn hätte werfen können. Ja. Und dennoch ist so eine große Liebe zum Leben da, dass du dann doch für dich ja wieder die richtige Richtung bekommen hast. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Wirklich Gott sei Dank. Ja. Ich hätte es niemals gedacht, aber es geht. Ja. Denkst du heute auch noch oft an diesen Freund? Oh ja. Ja. Also ich bin auch immer noch sehr oft an seinem Grab. Mhm. Also jetzt mein Mann, ich habe jetzt auch vor kurzem erst geheiratet. Ja, nochmal Gratulation. Ja, danke schön. Also er hat auch sehr viel Verständnis dafür. Wollte ich ja fragen, der ist also nicht irgendwie eifersüchtig auf einen Toten? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ihm, also von vornherein habe ich ihm das erzählt und habe ihm dann auch mal so Zeitungsausschnitte halt gezeigt, Bilder von ihm gezeigt. Mhm. Habe ihm dann einfach gesagt, er soll es mir nicht übel nehmen, weil ich sag mal, mein verstorbener Freund ist mein ganz persönlicher Schutzengel. Mhm. Und das akzeptiert er so? Und ja. Absolut. Liebst du deinen jetzigen Freund genauso intensiv wie den Verstorbenen? Ja. Es ist, wie gesagt, ich sag mir einfach, jeder Mensch findet seine allererste große Liebe. Mhm, So, und mein Mann, den bezeichne ich einfach als meine große Liebe. Mhm, Und ich liebe ihn halt auf eine andere Art und Weise. Ja, man liebt ja auch jeden Menschen, den man liebt, anders. Eben. Insofern ist das auch alles okay. Genau. Mhm. Genau. Weil das hängt natürlich immer auch mit den Personen zusammen, mit denen man dann vertraut ist und verbunden ist. Ja, richtig. Und mit ihm, also mit meinem jetzigen Mann, das ist einfach, ja, ich würde jetzt sagen, ist pure Glück für mich. Wenn man einmal sowas Schlimmes erlebt hat, hat man dann Angst, das könnte nochmal passieren? Ja. Mhm. Also ich lasse meinen Mann ungern alleine irgendwo hinfahren oder, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin nervig, dass ich dann andauernd anrufe, das verkneife ich mir dann schon, weil ich will ihn ja nicht bedrängen oder einengen oder so. Aber man sitzt dann schon zu Hause und denkt, oh Mensch, hoffentlich ist alles gut gegangen und wenn er jetzt zur Arbeit fährt oder, ja. Ja, das ist aber, glaube ich, auch normal, dass man, wenn man einmal so ein Schockerlebnis hinter sich hat, dass man natürlich so eine latente Erinnerung immer daran hat und insofern auch eine Angst, dass nochmal was passieren könnte. Ja, genau. Ja. Also wie man so schön sagt, die Angst, die fährt einfach mit. Mhm. So, Tanja, das war eine traurige Geschichte und aber auch eine mit einem schönen Ende, nämlich genau. dass du ja wieder den Dreh zum Leben bekommen hast, dass du eine neue Liebe gefunden hast und vor allen Dingen jetzt auch noch, dass du schwanger bist. Ja. Das ist ja das Tollste überhaupt, wie sich alles hätte entwickeln können. Und dazu nochmal richtig dicke Glückwünsche. Dankeschön. Und alles Gute und schönen Gruß an deinen Mann. Ich hätte jetzt bei einer Freund gesagt, aber an deinen Mann. Nee, ist mein Mann. Und ich möchte dir noch sagen, mach bitte weiter so. Und das soll jetzt auch ein bisschen Mut gewesen sein für alle anderen, die irgendwie was Trauriges erlebt haben. Finde ich auch schön, dass du es so erzählt hast. Das kann, glaube ich, wirklich Mut machen.
geben. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser für euch kostenfreien Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Jutta. Jutta ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Jutta. Was ist dein Thema? Ich liebe das Leben. Auch nochmal als Nachklapp zu gestern. Ja. Ja. Warum liebst du das Leben? Ich muss zur Vorgeschichte sagen, ich habe vor 8 Jahren einen sehr, sehr schweren Autounfall gehabt. Mhm. Wobei mein Herz beschädigt wurde und ich kurze Zeit später im Krankenhaus lag. Ja. In einer Herzklinik und... Was war da an dem Herz beschädigt? Durch den Autounfall, wo mir der Gegenfahrer in die Fahrerseite reingefahren ist mit 100 km/h, ist mein Brustkorb immer aufs Lenkrad geprallt. Mhm. Dadurch entstand eine große Prellung. Mhm. Und die hat man erst nicht festgestellt, aber später ist mir dann regelrecht im Krankenhaus, Gott sei Dank, die linke Herzseite dann weggeplatzt. Oh je, oh je. Normalerweise überlebt man das nicht. Ich hatte Glück, weil ich an dem Abend nicht gut und deswegen bin ich ins Krankenhaus gegangen. Wie lange hast du dann gebraucht? Wie lange hat das gedauert im Krankenhaus, bis du dann wieder einigermaßen hergestellt worden warst? Einigermaßen bedeutet bettlägerig, aber ich konnte nicht mehr laufen, ungefähr ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Ein Jahr. Was hat man da gemacht? Wurde das Herz operiert? Also bis zu meiner Herz, ja, erstmal vorher habe ich 3 Bypässe bekommen. Ich habe im Koma gelegen. Während des Komas habe ich alle normalen Funktionen verloren. Ich konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, gar nichts mehr. Mhm. Ich musste alles neu erlernen. Mhm. Also nach dem Koma dann, als du aus dem Koma raus erwacht bist. Ja. Da hat man mir erstmal alles versucht, ganz schön beizubringen, was denn so passiert wäre. Mhm. Wie lange hast du im Koma gelegen? 3 Wochen. 3 Wochen. Mhm. Ja, das war... Hast du daran Erinnerungen an diese Koma-Zeit? Ja. Was für Erinnerungen sind das? Ich habe mein Bruder, also meine beiden Geschwister, meine Schwester und mein Bruder, die waren fast täglich bei mir. Mhm. Und meine Eltern waren damals noch im Urlaub. Mhm. Die stießen erst später dazu. Mhm. Aber ich habe immer, mein Bruder, der hat ziemlich laute Schuhe. Mhm. Und die habe ich immer, ich habe ihn immer laufen hören. Ach so. Ich hab immer gehört, dass eine Stimme zu mir sagte, kämpfe, kämpfe, meine Power Lady. Komm, zeig mir, dass du immer noch meine Power Lady bist. War das eine imaginäre Stimme oder hat das wirklich jemand zu dir gesagt? Das war wirklich mein Bruder. Ach so. Aha. Der wirklich an meinem Bett saß tagtäglich. Ja. Und sehr interessant, das hast du, obwohl du klinisch im Koma lagst, hast du das wahrgenommen? Ja, das habe ich wahrgenommen. Ja, ihn habe ich. Ich hatte damals eine sehr intensive und sehr gute Beziehung. Mhm. Das haben wir leider jetzt nicht mehr. Ja. Weil ich denke mir, es war sehr viel Stress, der um uns herum. Ja, lass uns mal nochmal in deine Krankengeschichte gehen. Also 3 Wochen Koma, danach wirklich schwerst angeschlagen. Ja. Du musstest alles neu lernen. Laufen, sprechen, dich bewegen. Ja. Und hast dafür fast ein Jahr gebraucht, um wieder einigermaßen... Ja. Und einigermaßen heißt dann nach einem Jahr, dass du dann doch schon wieder laufen konntest? Oder warst du noch... Ich durfte nicht. Also ich hätte schon laufen können, aber ich durfte nicht laufen, weil ich nur noch 25% Pumpfähigkeit hatte. Ach so. Das Herz konnte man ja nicht, mein altes Herz konnte man ja nicht reparieren. Ja. Jetzt machen wir mal einen großen Zeitsprung, weil es mich interessiert, wie es dir heute geht. Jetzt sind 8 Jahre vergangen. Wie geht es dir denn heute? Gesundheitlich nicht so gut, aber deswegen, ich liebe das Leben. Ja. ich habe nach der Transplantation hat mein
langjähriger Verlobter mich aufgegeben, weil ich nicht mehr das repräsentierte, was er sich da immer so vorgestellt hat. Jetzt sein Modepüppchen, sein Ein und Alles. Jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Du sagst Transplantation. Gab es dann auch noch eine Transplantation in den letzten Jahren? Ja, im Jahre 2000 habe ich ein neues Herz bekommen. Ach so. Oh, weia, Jutta, dann hast du aber schon was mitgemacht. Ja, das kann man laut sagen. Mann, oh Mann. Und dann meldest du dich auch zu dem Thema Ich liebe das Leben. Ja. Weil aber da habe ich dich jetzt gerade unterbrochen. Du wolltest es begründen. Gesundheitlich nicht so, aber... Ja, ich habe auf eine Art gesundheitlich sehr viel verloren. Mhm. Ich habe auch meine große Liebe, die ich dachte, gehabt zu haben, die habe ich auch verloren, lange gelitten, wollte keine Beziehung mehr eingehen und habe dann durch Zufall, durch meine damalige Freundin, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Oh. Ich hatte sie aufgenommen, weil sie Probleme hatte und sie hatte ihn als Kumpelfreund eingeladen und wir haben uns eigentlich auf Anhieb verstanden, aber ich hatte von Anfang an klar gemacht, ich will keine Beziehung. Aber da hast du dich ja nicht dran halten können. Nein, er hat sich nicht dran gehalten. Er hat sich nicht dran gehalten. Nein. Das heißt, ihr beiden seid jetzt richtig ein tolles Liebespaar. Ja, wir haben vor einem Jahr geheiratet. Ja. Und haben, da ich ja nun auch keine Kinder mehr bekommen kann, ich habe zwar einen Sohn, der ist schon 19, der ist super drauf. Mhm. Und dann haben wir uns zwei Hunde angeschafft und ich habe das Umdenken gelernt. Ich freue mich über Kleinigkeiten. Mhm. Ich freue mich darüber, dass ich noch eine große Liebe, die Chance hatte, eine große Liebe kennenzulernen. Genau, aber hallo, das ist ja wirklich eine große Freude und ein großes Glück. Das ist ja. Deswegen, ich liebe immer noch das Leben. Mhm. Ja. Ist es denn so, dass du trotz deiner gesundheitlichen Angeschlagenheit ein bisschen rausgehen kannst, spazieren gehen kannst mit den Hunden zum Beispiel? Oder nein, bist du? Leider nicht. Nein, du bist an die Wohnung oder sogar ans Bett gefesselt? An die Wohnung, ja. An die Wohnung. Ja, mein Mann kann mich schon mal in den Garten tragen. Mhm. Wir wohnen in dem Haus meiner Eltern. Mhm. Und halt eine Treppe runter und dann ein Zweifamilienhaus und dann im Rollstuhl halt spazieren gehen. Mhm. Um das verstehen zu können, weil es gibt ja auch Leute, die transplantiert sind, denen geht es gut. Mhm. Ich hatte bei dem Ganzen drumherum noch das Pech, ich habe ein asiatisches Herz bekommen mit einem schweren Virus, was man aber erst vor circa einem Jahr festgestellt hat. Ach du liebe Zeit, das heißt, man hat ja ein neues Herz eingepflanzt und damit eine Krankheit auch. Ja, deswegen geht es mir nicht so gut vielleicht wie anderen. Obwohl, man hat es 5 Jahre gedacht, es sind schon 7 Jahre und ich sage optimistisch, ich werde 103 ein Drittel. Ist denn diese Viruserkrankung beseitigt? Nein. Nein. Da werde ich irgendwann mit sterben. Ich will auch gar nicht darüber. Also gestern war eine nette Dame, die sagte, sie hätte vor gar nichts Angst. Ja, ich erinnere mich gut. Ja. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen auch vor gar nichts Angst. Ich muss einlenken, ich habe Angst vor dem Sterben. Ja. Weil Sterben ist nicht gleichzusetzen mit dem Tod. Vor dem Tod habe ich gar keine Angst, weil ich ein Nahtoderlebnis hatte. Das war wunderschön. Wie war dein Nahtoderlebnis? War das auch in dieser Koma-Zeit? Nein, das war in der Zeit, wo ich klinisch tot war. Was war das für ein Erlebnis, was du hattest? Ich hab das dreimal gehabt und jedes Mal erschien mir ein Begleiter, das kennen viele. In meinem Fall war es ein Engel. So wie man sich plastisch eigentlich immer einen Engel vorstellt. Ja. Und der reichte mir seine Hand und dieses Mal bin ich mit ihm gegangen, durch diesen leuchtenden Gang, durch dieses helle Licht, zu der Tür und ich habe sie auch geöffnet. Und dann habe ich Wiesenschmetterlinge, wunderschöne Musik, die ich aber nicht beschreiben kann. Es war warm, ich hatte keine Schmerzen mehr, es war wunderschön. Und dann sah ich plötzlich meinen Sohn in den Armen meines Bruders weinen. Und ich wollte zu ihm hin und ihn umarmen und merkte plötzlich, ich bin ja gar nicht leibhaftig da. Ich muss zurück. Das war, also ich habe nicht gedacht, ich muss zurück in meinen Körper. Das kann man im
Nachhinein dazu denken. Mhm. Aber in dem Moment dachte ich nur, ich muss zurück. Mhm. Und dann sagte ich dann zu diesem Begleiter, nenne ich ihn, weil Engel hört sich so, ja, ich weiß nicht, hört sich nicht so gut an. Ja. Zu meinem Begleiter sagte ich, ich kann noch nicht gehen. Mhm. Und dann sagte er wieder zu mir, dann geh. Mhm. Dann bin ich halt, somit bin ich irgendwann wach geworden und habe dann weitergekämpft. Aber ich kann verstehen, mit diesem Erlebnis, dass du dann sagst, ich habe keine Angst vor dem Tod. Nein. Eventuell Angst vor dem Sterben, weil es vielleicht mühsam und schmerzhaft ist. Ja. Aber vor dem Tod, so wie du ihn meinst, erlebt zu haben, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was ich auch gelernt habe, ist, Freundschaft zu schätzen. Mhm. Ich habe sehr viele Freunde. Ich habe sehr viele Freunde gehabt und 1000 Bekannte. Mhm. Ich war total beliebt in meinem Ort. Und es war ganz toll. Mhm. Die haben auch noch eine ganze Strecke mit mir durchgestanden, aber du veränderst dich. Natürlich. Wie viel sind übrig geblieben von damals? Einer. Einer. Aber das ist dann aber auch wirklich einer. Ja. Das ist dann wirklich mein allerbester Freund. Ja, auf den kannst du dann aber... Zwei. Ich habe noch eine Freundin, aber es ist ein allerbester Freund. Ja, auf den du richtig bauen kannst. Ja, ja, das kann ich. Liebe Jutta, ich freue mich, dass du das so siehst und wünsche dir weiterhin so eine positive Grundlebenshaltung, die dir sicherlich auch in deiner schweren Erkrankung sehr hilft und dich stabilisiert. Auf jeden Fall. Ich wünsche es auch jedem anderen. Ja. Weil positiv, da hat man schon positive Denken, ja, ja, hat man die harte Miete. Ja, ja, das ist so. Also, dir und deinem Liebsten von Herzen alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Claudia. Claudia ist 35. Guten Morgen, Claudia. Hallo, Domian. Hallo, Claudia. Was ist dein Thema? Sag ich mal, einsamer Luxus würde passen. Ich habe es nicht verstanden. Einsamer Luxus? Mhm. Einsamer Luxus. Oder einsam in Luxus. Einsam in Luxus. Daraus schließe ich jetzt schlau, dass du einsam im Luxus lebst. Ist also das so? Ja. Genau. Ich habe dich vor ungefähr 2 Jahren angerufen. Kannst du natürlich nicht wissen, weil so viele Menschen dich anrufen. Ich habe dir erzählt, dass ich einen Mann heiraten werde, den ich nicht liebe, aber den ich aus Geldgründen heirate. Du hast mir natürlich abgeraten, mein Herz hat mir auch abgeraten, mein Kopf sagt etwas anderes. Mhm. Ich habe ihn schlussendlich geheiratet. Ja, du wirst gar nicht glauben, aber ich erinnere mich an den Anruf. Ehrlich? Ja, ich erinnere mich dran. Super. In der Tat. So, du hast ihn geheiratet. Ich habe ihn geheiratet, richtig, und er ist also 23 Jahre älter als ich und habe diesen großen Fehler begangen und jetzt läuft die Scheidung. Das heißt, ich bin vor circa einer Woche zu meiner Anwältin und habe die Scheidung eingereicht, weil ich mit diesem Gefühl nicht leben kann und weil ich mir absolut nicht mehr vorstellen kann, mit einem Mann zusammenzuleben, aus Geldgründen und nicht aus Liebe. Damals war es genau der Grund, ne? Dass du sagst, dass ich will einfach Kohle haben und das ist... Mir egal mit den Gefühlen, das wird sich schon irgendwie regeln. Richtig. Was war denn das Schlimmste für dich in dieser Ehe? Das Schlimmste in dieser Ehe, kannst du dir vorstellen, sind natürlich Berührungen. Ich meine, in jeder Partnerschaft oder Ehe sind natürlich Berührungen ganz wichtig. Und die waren dir zuwider? Die gehören dazu. Ich will nicht sagen zuwider, aber die ich konnte einfach nicht. Hast du denn mit diesem Mann oft geschlafen? Nein. Das war ganz, ich musste das ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich habe mit diesem Mann noch nie zusammengelebt. Ich habe immer zu ihm gesagt, ich brauche etwas Zeit. Er wohnt 600 Kilometer von mir entfernt. Mhm, und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, ich brauche etwas Zeit zu reifen und um mit dir unter einem Dach zu leben. Lass mir Zeit. Er hat mir Zeit gelassen. Würde natürlich vielleicht kein anderer Mann tun. Er hat es getan. Jeder andere Mann würde sagen, pass auf, du hast mich geheiratet und du brauchst Zeit, mit mir zusammenzuleben. Wie oft habt ihr euch denn dann überhaupt mal gesehen? Wir haben uns jetzt dieses Jahr 8 Monate nicht gesehen. Dieses Jahr im Januar das letzte Mal gesehen, Anfang Januar. Das lag an mir. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Ich konnte ihm nicht mehr in die Augen gucken. Hast du überhaupt einmal mit ihm geschlafen? Ich sag dir ganz ehrlich, die Hochzeitsnacht war, wenn man es Hochzeitsnacht nennen kann, eine Katastrophe. Ich habe mich schlafend gelegt und habe so getan, wie wenn ich von der Hochzeit müde war. Ich habe in diesen 2 Jahren, wenn es hochkommt, 4-5 Mal mit ihm geschlafen. Und das nicht aber zu deinem Spaß? Nicht mit?
Nein, ich habe meine Augen zugehalten, einfach wenn er auf mich lag. Es war so. Und ich denke, dass er es auch gemerkt hat. Und ich weiß ganz genau, Tommy, dass er genau weiß, ich nicht liebe. Weil es spürt ein Mann. Ich meine, ein Mann ist doch nicht blöd. Also wenn er das nicht spürt, dann ist er null sensibel, wenn er das nicht spürt. So, du warst so scharf auf die Kohle. Hat sich das Ganze denn für dich jetzt auch zumindest finanziell gerechnet? Kriegst du von ihm Geld? Wirst du von ihm Geld kriegen? Ja, natürlich. Ich habe ja nur deswegen geheiratet. Er hat mir monatlich einen Betrag überwiesen, jeden Monat. Darf ich fragen, wie viel? Muss ich das sagen? Nee, musst du nicht sagen. Ich frage, muss gar nicht. Ich sag jetzt circa monatlich, ich drehe jetzt mehr runter statt hoch. Also circa monatlich, sage ich mal so ungefähr 10.000 Euro. Die du einfach so verballern konntest. Die ich bekommen habe, auf das ich verfügen konnte, hatte eine schwarze Amex, eine schwarze American Express, wenn ihr das was sagt. Ja. Und dann, sagt sogar mir was, ja. Mensch, sitzt du da unglücklich mit deiner Kohle und... Ich bin nicht unglücklich, soll ich dir was sagen? Ich war... Einsam hast du gerade gesagt. Ich war die ganze Zeit unglücklich, jetzt, seit ich vor einer Woche die Scheidung eingereicht habe, fühle ich mich frei. Ich fühle mich frei von dieser Last, ich fühle mich frei... Wie ist denn das geregelt? Kriegst du jetzt auch mit der Scheidung auch nochmal Kohle? Das hat mich jetzt dein Kollege am Telefon auch gefragt. Ja. Es ist so, da ich nie unter einem Dach mit ihm gelebt habe, bekomme ich nicht. Ich würde etwas bekommen, da ich noch einen Sohn habe, der 15 Jahre alt ist, der im Internat ist. Und ich verzichte aber drauf. Wie meinst du, der im Internat ist? Ich habe ihn im Internat. Ach, im Internat. Ich habe einen Sohn, der ist 15. Ja, ich habe Internet verstanden gerade, ja. Der ist im Internat und ich bekäme, es ist natürlich nicht von ihm das Kind, ich bekäme da etwas, aber ich verzichte auf alles, deshalb auf alles, weil ich meiner Anwältin die Wahrheit gesagt habe. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt und er hat gesagt, ich verzichte auf alles, wenn wir auch verzichten können, dass wir ein Jahr Trennungsjahr, dass mir ein Jahr Trennungsjahr verschont bleibt. Ich habe ihr die Wahrheit erzählt, so wie ich das gerade erzählt habe, und hat gesagt, wenn das so ist, dann kriegen wir es definitiv durch. Also du willst aus der Sache so schnell wie möglich raus, weil du frei bist und die alles dann von den Schultern fällt. Ich kann mit dieser Last nicht mehr leben. Ich kann mir nicht vorstellen, mit diesem Mann eines Tages unter einem Dach zu leben und mit ihm unglücklich zu sein. Wir haben ja beide uns ja damals ziemlich heftig unterhalten, ne, wenn ich mich gut erinnere. Ich habe dich ja ziemlich zusammengefaltet, ne, dass du das vorhast. Ja, das hast du und das mit Recht. Das ist Wahnsinn, dass du dich erinnern kannst. Ja, so aber das ist ein ungewöhnlicher Fall, weil deswegen, ich erinnere mich nicht an alle Fälle, aber daran habe ich mich jetzt wirklich gut erinnert. Was hast du denn jetzt aus dieser Zeit für dich definitiv und für dein Leben gelernt? Oh, so viel, ich habe so viel gelernt. Ich höre ständig in den Medien oder auch im wahren Leben, sehe ich, dass Frauen das tun wegen Geld. Es ist der Wahnsinn, wie eine Frau verbittert sein muss, wie eine Frau wirklich berechnend sein muss, kalt sein muss, das über Jahre durchzustehen. Ich habe es nicht mal 2 Jahre durchgestanden. Also daraus höre ich, dass du dass so etwas nicht nochmal passieren wird in deinem Leben. Nein, es gibt nichts Schöneres als wirklich wahre Liebe. Das Geld ist alles schön und gut. So, jetzt hast du, ich meine, 10.000 Euro im Monat zu kriegen für nichts ist natürlich der Hammer. Jetzt hört das auf. Wie geht dein Leben da weiter? Hast du genug angesammelt? Ich sage es mal so, ich möchte noch etwas sagen. Ich habe Ihnen von der Scheidung berichtet. Ich habe gesagt, du pass auf, ich habe die Scheidung eingereicht. Es kam natürlich für ihn wie aus dem heiteren Himmel. Ich habe gesagt, er hat zu mir gesagt, pass auf, du hast sowieso kaum mit mir geschlafen. Ich habe dich immer mehr geliebt wie du mich. Das habe ich von Anfang an gespürt. Ich habe gesagt, warum hast du mich geheiratet, wenn du das gespürt hast? Ich liebe dich bedingungslos, hat er gesagt. Und ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich stand schon immer im Leben. Ich wollte einfach nie haben, das war alles. Und ich habe fast eine Magengeschwür bekommen. Ich war 1,5 Jahre in Therapie. Daraus höre ich, dass du bereit bist, jetzt wieder arbeiten gehen zu wollen. Ja, natürlich. Ja. Also, was hast du gelernt? Was für ein Buch? Ich bin in der Finanzdienstbranche tätig. Ah ja. Und also ich hab keine Angst vorm Alleinsein in dem Sinn, dass ich sage, okay, oh Gott, jetzt bin ich nur noch auf mich angewiesen. Ich stand immer im Leben. Nur ich habe immer vom Luxus geträumt und sage, okay, Nadja, du hast das Aussehen. Scheiße, ich habe meinen Namen verraten, egal. Du hast das Aussehen. Du hast die Ausstrahlung, du hast alles, was du hast, ist dein Köpfchen und deine Ausstrahlung. Okay, nutze es. Du willst mehr. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, Luxus und Einsamkeit.
Die Einsamkeit ist aber im Moment schon da oder noch da. Der Luxus ist schön, wenn du es auch mit jemandem teilen kannst. Ja, natürlich. Das alte Lied, sicher, sicher. Und das alles hat mich sehr einsam gemacht. Was hast du denn mit diesem vielen Geld gemacht? Hast du es wirklich alles aus? Ich hab's gespart. Ich bin sehr clever. Ich bin sehr clever. Ich bin Orientalerin. Du bist auch Finanzfachfrau. Ich weiß nicht, die innerste Stimme hat vielleicht irgendwann mal gesagt, Mensch, ist das richtig, was du machst? Wirst du glücklich, dass du einen Mensch geheiratet hast, aus materiellen Gründen? Ich habe es gespart, ich habe viel auf die hohe Kante gelegt. Das heißt, du kannst jetzt erstmal ein bisschen Zeit lassen und musst nicht sofort dann arbeiten gehen? Doch, ich gehe arbeiten. Doch, du gehst schon arbeiten. Das möchte ich einfach. Ja. Und ich habe einfach was auf die hohe Kante gelegt. Ja. Ich habe das Geld ja nicht gestohlen. Ja. Ich habe das Geld von ihm bekommen. Ich habe nie etwas verlangt. Sag mal, ich habe das Geld von ihm bekommen. Ist das ein ganz steinreicher Mann? Nein, der ist nicht. Das hat dein Kollege mich auch vorher am Telefon gefragt. Nein, er ist steinreich. Weiß nicht, was ist für die steinreich? Ja, ein Nerven. Also, er ist sehr wohlhabend. Sehr wohlhabend. Er ist sehr wohlhabend. Ja. Also, wenn man so locker 10.000 Euro mal rüberschieben kann, ist das schon, muss man schon ganz schön was in der Tasche haben. Er ist sehr wohlhabend. Aus diesen Gründen habe ich ja ihn geheiratet. Ich habe ja recherchiert, wer er ist, und insofern. Du hast gerade gesagt, dass ihr 8 Monate habt ihr euch nicht gesehen, habt ihr dann seit Januar, also Anfang Januar hatten wir uns gesehen. Ja. Habt ihr telefoniert dann zwischendurch? Ich habe ja nicht mal Silvester mit ihm verbracht. Nicht mal das. Ja, also das haben wir gemacht. Wir haben also fast jeden Tag telefoniert. Er wollte immer wissen, was ich tue, wo ich hingehe, was ich mache. Und das war ja okay für mich. Mhm. Also okay, ich habe gedacht, okay, du stehst in seiner Schuld, sei wenigstens emotional und verbal für ihn da. Und das war ich ja auch. Aber ich war kaum präsent. Also, das finde ich jetzt, oder fand ich wirklich eine sehr interessante Rückmeldung. Was habe ich, war gerade eine Störung in der Leitung? Also, ich habe gerade das Telefon ausgemacht. Achso, das fand ich jetzt wirklich eine interessante Rückmeldung, da ich mich wirklich an den Fall gut erinnere. Und Wahnsinn, es ist der Wahnsinn, du sprichst mit so vielen Menschen. Ja, und ich finde auch gut den Schluss oder die Schlüsse, die du da rausgezogen hast. Und wünsche dir jetzt für den neuen Start wirklich alles Gute, und vor allen Dingen wünsche ich dir eine richtige Liebe. Ja, und das wenn ist, sie auch, auch danach, muss und ich wenn sagen. Sie auch bettelarm ist, die Liebe. Hauptsache, es ist eine richtig gute Liebe. Du kannst Liebe, Gesundheit, du kannst Liebe nicht kaufen. Und ich denke mir, Domian, ich vermute stark, dass er genau gewusst hat, dass ich ihn nicht liebe. Mhm. Er hat es genau gewusst. Was kann nicht sein, dass ein Mann wirklich so dumm ist, das alles mitzumachen. Ich habe mich unter einem Dach gelegt mit ihm. Mhm. Ich habe in den 2 Jahren nur 4-5 Mal mit ihm geschlafen, wenn man das Sex nennen kann. Ja, er hat vielleicht irgendeine Illusion vor sich hergetragen und er hat es geahnt. Vielleicht war es ihm nicht so ganz klar, weiß der Teufel, was da in dem Mann vorgegangen ist. Er sagt ja jetzt immer noch, Mensch, okay, wir lassen uns scheiden, aber bleib doch mit mir trotzdem zusammen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das ist vielleicht auch die Wie soll ich denn mit dir zusammenbleiben? Ich habe gesagt, das ist nicht weiter. Ich habe gesagt, das kommt bestimmt noch. Also ich kann das nicht. Ich kann mit dem Gefühl nicht mehr leben. Verstehst du das denn? Da muss jetzt ein Strich drunter gezogen werden, unter das Kapitel. Jeder andere Mann hätte mich doch auch zusammengefaltet, natürlich, wie du es vorhin genannt hast. Natürlich, ja. Er hat das nicht getan, ich habe es nicht kapiert. Liebe Claudia, danke für deinen Rückruf und deine Rückmeldung. Danke. Und alles Gute jetzt für den neuen Start, den neuen Lebensabschnitt. Ja, okay, danke. Okay, tschüss. Hier ist Petra. Petra ist 31. Guten Morgen, Petra. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Ja. Guten Morgen, Petra. Was ist dein Thema? Ja, was ist mein Thema? Ich bin ganz schön blöd reingefallen. Oh, was ist passiert? Ja, ich muss eben ein bisschen kurz, also vorweg, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Wie alt? 1 und 2. Nee, okay. 2 und 3, der wird jetzt 3. Ja. Wir haben ein Haus gebaut, immer dieses Schöne, ne? Was man so macht. Mein Mann ist arbeitslos geworden, hat angefangen zu trinken und zu spielen. Und ich bin dann in einen Escort-Service gelandet. Erst habe ich mit Telefonsex mein Geld verdient, aber das ist ja auch nicht das meiste. Und ja, dann bin ich in Escort-Service gelandet. Erklär mal genau, was heißt Escort-Service? Begleitservice ist das. Also man ist so, man begleitet Geschäftsleute. Theater. Normalerweise die Agentur, die vermittelt dich nur, ja, essen gehen, Theater, Kino. Altstadt oder was weiß ich, oder tanzen oder, ne? Ist das denn nur Begleitung in solche, zu solchen Sachen, oder endet das dann auch immer in der Kiste irgendwann?
Nein, eben nicht. Das eben nicht. Ist dir selbst überlassen. Mhm. Du kannst das so machen, wenn du meinetwegen, ich sag jetzt mal so ein paar Zahlen, du gehst jetzt mit einem Mann essen oder so, dann bekommst du von der Agentur zwischen 150 und 200 Euro, ja? Ach, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Genau. Mhm. Ja, du ziehst dich schön an, machst dich fertig, musst dementsprechend natürlich Aussehen, Figur haben und so, ne? Essen musst du auch nicht bezahlen? Bitte? Das Essen musst du auch nicht bezahlen? Nein, natürlich nicht. Mhm. So. Ja, dann unterhältst du dich, du musst auch ein bisschen Niveau haben und so, unterhältst dich mit den Leuten, bla bla bla. Und zum Schluss ist es natürlich, so sagen wir mal zu 90%, ja, willst du nicht noch mit aufs Zimmer kommen? Mhm. Das ist dir selbst überlassen. Also du kannst dann selber sagen, ja, ich möchte das, ich mach das. Oder du sagst, nein, das mache ich nicht. Also da wirst du nicht zu gezwungen oder so, auch nicht mit Zueltern oder sonst was, hat das nichts zu tun. So, und dann verdienst du natürlich dementsprechend, machen die Angebote, was weiß ich, 300, 400 Euro oder 250 Euro. Das kommt dann oben drauf? Das kommt dann oben drauf. Hast du das oft gemacht? Ja, einige Male. Ja. Das war aber gar nicht so schlimm. Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. Nur mein Mann weiß es natürlich nicht. Und dann bin ich da reingefallen, dass dann nämlich ein Nachbar von uns gekommen ist. Ach du je. Ja. Ach du je. Und der hat dann mich gleich erpresst, gleich den Abend und so, ach, ich weiß ja jetzt, was du machst und so. Und wie war das? Du hattest eine Verabredung gebucht bekommen von deiner Agentur. Richtig. Und da bist du wohin gegangen? Das war in einem Hotel, das war aber außerhalb. Außerhalb in ein Hotel, aber da ging es auch erstmal nur um gemeinsam Essen, oder? Ja, genau, so geht das ja immer. So, und dann kamst du in das Restaurant. Agentur darf ja dich nicht vermitteln zur Prostitution. Ja, und dann kamst du in dieses Restaurant des Hotels rein. Ja. Beschreib mal. Ja, und dann saß der da. Und da traf dich der Schlag. Da traf mich der Schlag. Weil du den sofort erkannt hast. Und er sah mich und dem traf auch der Schlag, kannst du so sagen. So, und dann, wie habt ihr miteinander dann geredet? Und da habe ich gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass du sowas buchst, dass du sowas machst. Und da hat er gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass du sowas machst. Richtig. Ja. Und da hat er dann angefangen, ja, bist sowieso immer so scharf und so. Und das habe ich immer schon gesehen, wenn du dich da in der Sonne rumregelst, das ist also fast ein direkter Nachbar. Und wir haben auch schon Familienfeiern und so zusammen gemacht. Ach so, also eine gewisse Bekanntschaft bestand da schon zwischen den Familien. Per Du und so. Ja, ja. Ja, die kannten sich und mein Mann und er, sie sind mehr oder weniger befreundet und so. Ja. Ja, und da sagt er, er wäre immer schon scharf auf mich gewesen, ich sollte jetzt mit ihm mitgehen und dann würde er das vergessen. Und bist du mitgegangen? Ich bin mitgegangen. Was hätte ich denn tun sollen, wenn mein Mann das rausbekommen hätte? Dann, ja. So, dann hast du mit dem Nachbarn Sex gehabt? Richtig. Hast dich auch dafür bezahlen lassen? Ja. Ja? Mhm. Und dann hat er dich angefangen zu erpressen? Ja, dann bin ich mit meinem Hund rausgegangen und er hat immer geguckt und dann ist er mit seinem Hund auch grundsätzlich rausgegangen, ne? Ja. Naja, und dann sagte er so, ja, er möchte das wieder haben, aber ohne Geld. Mhm. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würde er mal ein ganz paar schöne Takte mit meinem Mann sprechen. Hält diese Erpressung bis heute an? Ja. Ach, die hält bis heute an? Das ist jetzt ein Jahr her. Und wie oft hast du jetzt mit dem Nachbarn Sex gehabt schon, ohne was zu bekommen? Ich weiß es nicht. Das sind bestimmt 10 Mal. Oh, weia. Ja, das ist wirklich blöd. Und das heißt, du hast... kenne ich ja auch gut. Mit der bin ich befreundet und die Kinder spielen zusammen. Machst du diesen Escort-Service auch noch nebenher? Jetzt nicht mehr. Ich habe damit aufgehört, weil ich gesehen habe, wie schnell das passieren kann, dass es damit auffliegt. Aber das Schlimme ist, ja, wie gesagt, die Kinder spielen zusammen, Männer sind befreundet. Und jedes Mal, wenn die jetzt meinetwegen Geburtstag feiern oder irgendwas und ich gehe nur auf Bett oder so. Das ist ja wie in der Soap, ist das ja. Ja, dann kommt er hinterher und fasst dich sofort an und du weißt ja und so. Aber ich habe jetzt überlegt, ob ich es nicht doch meinem Mann sage, weil... So, das wollte ich nämlich jetzt gerade ansprechen. Ich meine, du hast dich da schon viel zu weit mit reinziehen lassen in diesen ganzen Sumpf. Der erste große Fehler war, dass du da in diesem Hotel mit dem aufs Zimmer gegangen bist. Weil danach war ja klar, dass er dich wirklich erpressen konnte. Ja. Wenn du da sofort zurückgegangen wärst und wärst nach Hause gefahren, hättest deinem Mann erzählt, wäre es auch schlimm gewesen, aber er hätte nie etwas gegen dich in der Hand gehabt. Jetzt sehen deine Karten natürlich wesentlich schlechter aus. Aber jeder Tag, der weiter vergeht und natürlich jedes Mal, wo du es mit ihm machst, singst du mehr ein in diesen ganzen Morast, in dem du steckst. Ja, und das ist ja auch so, ich
aber jetzt so die Frau von ihm, denn wenn wir uns sehen, dann sagt sie, du kannst nicht mal rüberkommen, eben meine Haare schneiden und so, ne? Ja, die Frau tut mir auch leid, aber ich habe jetzt in erster Linie erstmal meine Gedanken an deinen Mann. Und ihr habt zwei Kinder. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Katastrophe für eure Familie. Ja, eben. Ich überlege halt, wie man das als Mann verzeihen soll. Das ist ja... Aber ich habe es ja für uns getan, weil er hat ja alles vertrunken und verspielt und wir haben ja das Haus gebaut und wie hätten wir denn diese Hypothek bezahlen sollen und alles? Hat er sich ja nicht gewundert, wo plötzlich das Geld herkam? Ich sagte, ich arbeite sehr viel schwarz und dann habe ich gesagt, wenn ich am Wochenende gegangen bin, habe ich gesagt, ja, ich arbeite so in einer Kneipe oder so, ne? Hat er sich denn jetzt wieder gefangen, etwas? Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich gar nicht genau sagen. Also wie ist es mit dem Alkohol bei ihm? Das ist besser geworden. Das ist besser geworden. Arbeit hat aber noch keine. Bitte? Arbeit hat aber noch keine. Nein. Nein. Was macht er so den ganzen lieben langen Tag? Ja, der hängt rum und ja, lässt seine Seele baumeln und ja und verzweifelt irgendwo, weil er ist ja auch Ingenieur und so, ne? Und der hat ja auch studiert und gelernt und hat also wirklich große Häuser gebaut und alles. Ja. So, wie du ihn jetzt, wie du ihn einschätzt, wenn du ihm jetzt diese ganze dramatische Geschichte erzählst, so wie du sie mir erzählt hast, was tippst du, wie reagiert er? Also geschlagen oder so hat er mich nie, aber ich denke, dann ist es soweit, weil er sehr eifersüchtig auch ist. Hast du Sorge, dass die ganze Ehe zerbricht? Der lässt mich nie gehen, aber der wird mich dann so kurz halten, dass ich keinen Schritt mehr machen kann. Er sagt immer, ich bin die Frau seines Lebens und ja, das ist natürlich auch wenn du sagst, ich habe es für euch getan, ist es keine Entschuldigung. Es ist überhaupt keine Entschuldigung. Wenn dann hättet ihr das besprechen müssen. Aber welcher Mann erlaubt? Ja, natürlich, aber... Ich habe es einfach getan, weil ich hatte zum Beispiel noch nicht mal mehr das Geld, dass ich eine Packung Pampers kaufen konnte oder so. Es war nichts mehr da. Also wie auch immer, so wie es jetzt ist, darf es auf keinen Fall weitergehen. Und ich meine, du hast es ja eh auch selbst im Gefühl, wie du es gerade mir gesagt hast, dass du kurz davor bist, ihm zu beichten. Ja, meinst du, ich soll das tun? Ja. Ja, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, aus dieser Zange herauszukommen. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich dann die Kinder erstmal wegbringe zu meiner Mutter oder zu seiner Mutter und dann... Das ist sehr schlimm, dass Kinder die Kinder da sind. Ich habe da einen Riesenfehler gemacht, aber jetzt sag mal ehrlich, hast du noch nie einen Fehler in deinem Leben gemacht? Wer hat noch keinen Fehler gemacht? Und es tut mir auch leid und es waren da ja auch keine Gefühle ins Spiel. Ich hatte ja nur im Hinterkopf das Geld. Ja, es war sehr naiv, wie du dich verhalten hast. Absolut. Ja, ne? Ja. So, und da da immer das Damoklesschwert über dir hängt, dass dieser Nachbar das auffliegen lassen kann, finde ich, habe ich überhaupt keine andere Idee, als dass du ihm den Wind aus den Segeln nehmen solltest und indem du es sagst. Weißt du, soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon mal überlegt, wenn ich so spazieren gegangen bin und er kam da hinterher mit seinem blöden Hund, ich habe manchmal überlegt, ihn einfach zu erschlagen und da im Wald zu verbuddeln. Ja, komm. Das macht man natürlich nicht. Nein. Das sind nur so Gedanken. Nee, das sind natürlich, wenn man in so einer Sackgasse steckt, hat man die verrücktesten Gedanken. Ja. Du musst jetzt alles unternehmen, dass du da schon mal rauskommst. Und da kommst du raus, indem du das deinem Mann beichtest. Oh, ich hoffe, dass er das versteht. Ja, verstehen ist natürlich schwierig. Wenn, ich meine, vielleicht, ich kann die Situation ja nicht so einschätzen bei euch, wenn da vielleicht eine professionelle Hilfe noch? Habe ich auch schon gedacht. So als Vermittler? Ein Berater? Oder dass du es irgendwie von so einer Eheberatung oder irgend sowas, ja, dass du es im Beisein vielleicht eines Beraters ihm sagst, wäre zu überlegen zumindest. Dann möchte ich, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Das ist die Magdalena. Die kann dir nämlich auch noch die eine oder andere Adresse geben in deiner Umgebung. Und du musst raus aus der Lügenfalle. Also am besten, ich habe jetzt schon überlegt, dass ich das jetzt dieses Wochenende mache, weil er ist ja jetzt auch nüchtern und da habe ich überlegt, ob ich dann
meinen ganzen Mut zusammennehme und ihn das einfach so, ja, mehr oder weniger an den Kopf knalle. Und ja, was anderes bleibt mir ja nicht übrig, Domian. Ja, du sollst es nicht an den Kopf knallen, sondern du sollst es ihm klar erzählen, so wie du es mir auch erzählt hast. Ja, vielleicht verzeiht er mir ja. Das weiß ich nicht. Aber ich habe auch so eine Angst davor, wenn ich ihm das erzähle. Und es ist ja eigentlich mehr oder weniger schon so ein Hurenjob, was ich getan habe. Und dass mir die Kinder weggenommen werden. Ja, also es ist alles wirklich sehr kompliziert. Jetzt geht es erstmal darum, dass du eine Ebene findest mit deinem Mann. Ja. Ich bitte dich jetzt aufzulegen. Die Magdalena ruft dich zurück. Du kannst mit ihr auch noch weitersprechen und bekommst die entsprechenden Informationen. Okay. Alles Gute wünsche ich. Ah, danke, ne? Tschüss. Tschüss. Michael ist 43. Hallo, Michael. Hallo, grüß dich. Ja. Michael, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ach, es geht eigentlich so um dein gestriges Thema. Ich liebe das Leben. Genau, ich liebe das Leben, ja. Da hatte ich zu angerufen gehabt, aber da bin ich ja nicht zu dir durchgekommen. Ja, aber jetzt bist du hier. Jetzt bin ich da, ja. Hurra. Warum liebst du das Leben? Nee, ach, eigentlich hatte ich also eine ähnliche Geschichte wie da das junge Mädel, was bei dir war. Also ich hatte eine Lungenembolie gehabt, war klinisch tot gewesen und wurde dann auch reanimiert. Wie alt warst du da? Da war ich 18. 18? Ja. Mit 18 eine Lungenembolie schon? Ja, das kam bei mir dadurch, dass sie mich mit durchbrochenem Blinddarm im Krankenhaus wieder nach Hause geschickt hatten. Also vermute ich mal. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Die haben dich... Mit durchgebrochenem Blinddarm wieder nach Hause geschickt. Mit durchgebrochenem Blinddarm? Ja. Also sie haben mir so Sologastrie, Magen-Darm-Tee-Beutelchen gegeben und haben gesagt, nö, das ist nur eine Bauchfehlreizung und geh mal wieder nach Hause. Und zu Hause wurde das dann nicht besser. Dann habe ich noch einen Notarzt angerufen und der meinte dann, ja, ach nö, ist kein Blinddarm, aber du liegst ja so alleine rum. Ich fahre dich mal wieder ins Krankenhaus und der fährt mich dann witzigerweise in das gleiche Krankenhaus, die mich halt vorher wieder nach Hause geschickt hatten und da war dann wohl Schichtwechsel bei den Ärzten gewesen und die sagten dann, ja, warum waren sie nicht schon links da, der Blinddarm ist doch schon lange durchgebrochen. Natürlich ist das Hallo-Erlebnis bei mir. Naja, auf jeden Fall haben die mich dann operiert und eine Woche später, an dem Tag, an dem ich eigentlich entlassen werden sollte, bin ich dann morgens beim Duschen klinisch tot umgefallen, so mit Herzstillstand. Wie ist das medizinisch zu erklären? Weißt du das? Meine massive Lungenembolie war das. Also Lungenembolie ist ja, wenn sich so ein Blutgerinnsel festsetzt bei dir. Das ist dann gewandert und hat dann eine Lungenvene verstopft. Und wenn dann keine Blutzirkulation mehr da ist. Und das war eindeutig eine Folgeerscheinung von dem durchgebrochenen Blinddarm? Ja, jein. Das kann man natürlich so nicht ganz so festmachen. Aber jeder Arzt sagt das hinter vorgehaltener Hand. Ne? Also es hängt irgendwie zusammen. Wenn das nicht gewesen wäre mit dem Blinddarm, wäre es auch höchst unwahrscheinlich gewesen, dass du diese Embolie bekommen hättest. Ja klar, ich war ja vorher ein gesunder, junger Mann, sag ich jetzt mal. So, dann bist du zusammengebrochen, warst klinisch tot. Ja. Und dann? Und dann wurde ich halt 1,5 Stunden reanimiert und das war im Krankenhaus gewesen und da wussten sie ja gar nicht genau, was sie mit mir machen sollten. Dann sind sie mich dann mit dem Krankenwagen noch ins andere Krankenhaus gefahren, weil da halt eine Herz-Lungen-Maschine war. Haben mich dann 1,5 Stunden nochmal operiert. An der Lunge? Ja, ja, an der Lunge, ja. Die mussten ja die Blutgerinnsel aus der Lunge rausholen. Und kurz danach hatte ich vermutlich dann noch eine Entzündung oder eine Embolie im Nervenkanal. Das weiß man bis heute nicht genau. Auf jeden Fall bin ich seitdem gehbehindert. So, als diese Operation dann, die Lungenoperation vorbei war, wie lange hast du dann noch im Koma gelegen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Also ich schätze so circa, weiß nicht, so zwei, drei Tage waren das. Wie ging es dir dann, als du aufgewacht bist? Ja, als ich aufgewacht bin, das war eigentlich, also ich denke, da war ich auch recht vollgepumpt mit Morphium gewesen. Irgendwie dann kam ein Arzt zu mir und erzählte mir das so kurz und ich habe das so gar nicht ganz gerafft, was da überhaupt los war. Dann habe ich einfach nur gesagt, ja, ist okay, kein Problem. Ja, und das habe ich irgendwie alles erst später realisiert, weil ich hatte vorher auch viel Sport gemacht und so, das kann ich heute alles nicht mehr machen. Ja. Also du sagst, du hast eine Gehbehinderung. Was, ja, genau. Was heißt das genau? Also ich laufe jetzt noch mit so einer Krücke rum, also mit so einer Unterarm-Gehstütze, wie es so im Kampf. Ach so, und das ist auch so, das wird sich auch nicht mehr verändern? Nee, das verändert sich auch. Du bist heute ja schon 43, also von 18 auf 43, da ist dann viel Zeit vergangen und das hat sich nicht reguliert. Nee, leider nicht.
Am Anfang sagte zwar jeder so, ach ja, im einen Jahr ist das weg, ich war noch ein Jahr in der Reha-Klinik, da gingen halt die Fortschritte recht schnell. Ja. Aber es gibt halt so einen Nervenwachstumsfaktor, also je länger es dauert, umso weniger wächst nach. Ja. Und ja, das hat sich dann irgendwann recht schnell bei mir so Richtung Null reguliert. Ja. Und jetzt halte ich halt so diesen Status quo, also ich komme vorwärts, aber sage ich mal nicht mehr vernünftig und tanzen und so kann ich auch nicht mehr. Ja, aber sonst so in Sachen Herz und Lungen und so ist alles wieder Herz und Lungen ist irgendwie völlig okay, ja. Das hat sich wieder alles gut eingespielt. Ja, und du hast dich angesprochen gefühlt von unserem Thema gestern, ich liebe das Leben. Genau. Warum? Warum ich das Leben liebe? Ja, warum du dich angesprochen gefühlt hast, ja. Ach so, ja, nee, also ich weiß nicht, also dadurch, dass ich halt schon mal tot war, es klingt vielleicht blöd, aber ich kenne die andere Seite jetzt schon. Mhm. Und ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Das klingt überhaupt nicht blöd, Michael. Das haben mir jetzt schon so viele Leute erzählt, die alle irgendwie in der Nähe des Todes waren, dass die umso mehr das Leben lieben. Ja. Auch deshalb, weil sie keine Angst vor dem Tod haben. Genau. So absurd sich das alles anhört. Aber es ist also wirklich absurd. Ja. Also find ich, also tot, ich meine gut, tot sein ist zumindest das Gefühl, was ich dabei hatte. Das war zwar, der Übergang war zwar unangenehm, aber so das Todsein selber, es war irgendwie gar nicht schlimm, fand ich. Ja, wir haben ja schon einige Nahtoderlebnisse gehört. Hm? Ging das bei dir auch so weit, dass du davon sprechen würdest, dass du ein Nahtoderlebnis hattest in der Koma-Zeit? Ja, also ich war ja auch schon tot. Mich muss man ja eine halbe Stunde reanimieren. Hm. Hast du denn daran eine Erinnerung an dieses Todsein? Ja, also es war, sag ich mal, warm, weich und hell. Das ist so das Einzige, was mir so dabei hängen geblieben ist. Hm. Also es war irgendwie kein wirklich fieses Gefühl. Es war eigentlich angenehm. Mhm. War das so, dass du damals dann als junger Kerl mit 18, als dir dann klar wurde, was passiert ist, auch relativ schnell dann mit deinem Schicksal dich abgefunden hast und dachtest, okay, ich nutze jetzt das Leben, was ich habe und hadere auch nicht mehr mit meinem Schicksal wegen der Gehbehinderung. Ja, ja, genau. Weil am Anfang habe ich ja noch im Rollstuhl gesessen. Ich meine, Gott, da wollte ich, sag ich mal, mit aller Macht raus. Ja. Das habe ich auch recht schnell geschafft. Halt ja. Auch durch diese Reha-Klinik-Geschichte. Mhm. Und ja, wie gesagt, jetzt das Weitere ist jetzt leider nicht mehr zu beeinflussen. Ja, ja. Aber ich hadere also, sag ich mal, ja, insofern vielleicht noch ein bisschen mit der Geschichte, dass sich dadurch meine berufliche Laufbahn so ein bisschen anders entwickelt hat, wie ich es eigentlich wollte. Also ich bin zurzeit leider arbeitslos, weil ich sag mal, als Schwerbehinderter eingestellt zu werden, ist heute doch immer noch verdammt schwer, obwohl es da, sag ich mal, diverse Förderungsmöglichkeiten noch gibt für Arbeitgeber, aber... Was hast du denn gelernt? Ich bin ein gelernter großen Außenhandelskaufmann. Und was war dein Plan damals gewesen? Mein Plan war gewesen, eigentlich BWL-Studium und dann halt irgendwo so in der Wirtschaft einsteigen. Ja. Na, jetzt plane ich demnächst vielleicht, mich selbstständig zu machen. Ja, ein neues Vorhaben, nicht schlecht. Genau. Lieber Michael. Optimistisch in die Zukunft. Ja, genau, natürlich. Ja, genau, das ist es natürlich. Ich danke dir, dass du angerufen hast und dass du von dir erzählt hast. Ja. Und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen toi 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 jetzt, wenn du da neue berufliche Schritte planst. Jo, danke dir. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Und hier ist Volker und Volker ist 32. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Volker. Was ist dein Wie lange machst du die Sendung eigentlich schon? Ich habe das, glaube ich, das erste Mal vor 12 Jahren gesehen oder so. Ja, genau. Und dann, glaube ich, seither nicht mehr. Ach, guck. Und jetzt bist du bei mir. Richtig. Das also mein Thema ist, meine Frau stand vor 2 Tagen vor mir, guckt mich an und sagt mir, das bin doch nicht ich. Und ich frage mich wirklich, was mit ihr passiert ist, weil... Wie stand vor dir und sagt, das bin doch nicht ich? Ja, also... Wie meinst du das? Ja, ich sage jetzt mal, was los ist. Also sie... hat mir eröffnet vor 2 Tagen, dass sie jemanden kennengelernt hat, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie mich noch liebt, dass sie glaubt, dass sie sich verliebt hat. Wie lange seid ihr Mann und Frau? Wir sind seit circa 6 Jahren verheiratet, ja. Circa 9 Jahre ein Paar. Ja. Und wir wollten auch Kinder haben. Das erste halbe Jahr haben wir auch nicht verhütet, dachten, wenn es passiert, schön. Mhm. Muss nicht, also nicht zwanghaft, aber warum nicht? Mhm. Und das war eigentlich so das erste Warnzeichen, dass sie zu mir sagte, sie möchte dann doch noch warten und sie glaubt, sie sei noch nicht so weit. Mhm. Da habe ich gemerkt, vielleicht stimmt irgendwas nicht. Mhm. Wann hat sie das gesagt? Das war im Sommer. Ah ja. Mhm. Irgendwann im Sommer. Ja, dann habe ich halt auch, es ist so, dass wir sind räumlich getrennt gewesen jetzt die letzten
ja, Jahre, weil ich studiere an einem Ort und sie lebt an einem anderen Ort. Bin auch wegen ihr überhaupt dieses Studium begonnen. Das hat auch alles mit der Beziehung zu tun, dass es eben auch ja, sein musste. Eigentlich, das war für uns irgendwo dumm. Sag mal, jetzt steht sie vor dir und sagt, ich habe da jemanden kennengelernt. Ja, also pass auf, das Ding ist folgendes eigentlich. Jeder, der uns kennt, und das habe ich auch so gespürt, und das war auch nicht nur nach außen so, sondern war wirklich so, es war wirklich eine harmonische Beziehung. Wir hatten uns immer so viel zu erzählen und hatten keine Geheimnisse voreinander. Wir waren eigentlich ein Traumpaar, denke ich mal. Das glaubt jeder wahrscheinlich von sich, aber ich denke, es war wirklich so. Und was eben jetzt nicht passt, ist, dass sie seit Monaten sich mit einem anderen Mann trifft. Ohne dass du es gewusst hast? Ohne dass sie mit mir spricht. Und sie es dir jetzt erst gesagt hat? Weil ich sie auf den Pott gesetzt habe. Ich habe sie gefragt, willst du mir was sagen? Ach so. Also irgendwie, dann konnte sie nicht anders. Irgendwas lag in der Luft, hast du das Gefühl gehabt und dann hast du gesagt, hier komm, jetzt red mal. Tachlos. Ja, letztlich waren dann die Anzeichen, dann haben sich so sehr gemehrt, dann konnte ich die Augen erscheinen und nicht mehr davor verschließen. So, entscheidende Frage ist jetzt, wie wichtig ist das bei ihr? Ist die wirklich, wirklich verliebt? Das weiß ich nicht. Aber im Moment, also sie ist zu ihren Eltern gezogen für einen Augenblick oder für die Zeit und sie sagt, sie will erstmal sich über ihre Gefühle im Klaren werden und sie möchte Ruhe und Abstand. Ich gebe die Ruhe, ich gebe ihr den Abstand, aber ich weiß nicht, ob sie auch den Abstand halten kann zu dem anderen Kerl. Ja, hast du sie gefragt? Wie oft? Ja, aber es war so halb weich, halb sein. Ist denn dieser Mann da, wo sie auch wohnt? Da gehe ich mal schwer von aus. Und du weißt gar nichts über den? Ich habe ein gutes Gefühl. Also du ahnst, wer das ist? Ja. Ja? Wie kannst du das kombinieren? Ist das jemand aus dem Bekanntenkreis? Ja. Aber das hat sie nicht, da hat sie nicht gesagt, ja, das stimmt. Ich habe sie nicht darauf angesprochen. Ich möchte, dass sie es mir sagt. Ja. Sie soll nicht wissen, dass ich es weiß. Ja. Ich möchte es von ihr hören. Ja. Wenn wir die Kiste wieder flott kriegen wollen, dann kann es nur so gehen, dass sie mir alles sagt und dass sie wieder sie selbst ist. Natürlich, ja. So, und jetzt ist so der Status quo, dass sie sagt, ich brauche jetzt Zeit, um mich über meine Gefühle mir Klarheit zu verschaffen. Ja. Und sie will dich. Die Frage, die mich beschäftigt, ist jetzt, womit ich anfing, wenn sie sagt, das bin doch nicht ich, weißt du? Alles, was ihr Charakter, wie sie sich anderen Menschen gegenüber verhält, ihre Werte, das ist der schönste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Sie nie tun, zu niemandem. Das würde sie niemandem antun, wenn sie, diesen Betrug einfach. Das aber das hat sie jetzt getan. Sie hat es jetzt. Das ist sie auch. Das ist sie jetzt auch. Das ist sie auch. Das ist jetzt eine Verklärung der Person. Das ist nicht sie. Natürlich ist es sie. Und sie macht es heraus aus einem Unwohlsein, was eure Beziehung anbelangt. Das fällt ja nicht vom Himmel. Irgendein ein unbefriedigt sein, in welcher Richtung auch immer, muss da sein. Wenn es ein glückliches Paar ist, passiert sowas nicht. Pass auf, dass sich jemand in jemand anderen verliebt, das kann passieren. Das kann ja geschehen. Dass man merkt, es funktioniert nicht mehr. Passiert auch nicht so leicht. Wenn du glücklich bist, passiert das nicht. Da hast du wohl recht. Dennoch, was mich eben überrascht, was nicht passt, ist, dass sie es mir nicht sagt. Dass sie mich morgens und abends... Ja, aber ist doch klar, Volker, Mensch, ihr seid 9 Jahre zusammen. Da sind die wenigsten mutig und machen sofort den Mund auf. Viele lassen das erstmal so ein bisschen laufen. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass sich das wieder verläuft. Und sie hätte es dir ja wahrscheinlich immer noch nicht gesagt, wenn du, wie du gerade sagtest, sie nicht auf den Pott gesetzt hättest. Ja. Das ist doch fast schon normal. Ich glaube, es ist eher unnormal, wenn jemand sofort die Wahrheit sagt. Da muss man mutig sein, da muss man ja auch klar sein. Die ist wahrscheinlich auch völlig durch den Wind im Moment. Die weiß ja wahrscheinlich auch nicht so recht, was mit ihr los ist. Okay, einverstanden. Also ich denke mal, der Klassiker wird wohl sein, dass der eine es dem anderen nicht sagt mit dem Gefühl. Mhm. Wenn ich mit der Sprache rausrücke, dann könnte das Ende bedeuten. Das Gefühl habe ich nicht hier, weißt du? Ich glaube nicht, dass es mir nicht gesagt hat aus Angst, das könnte das Ende unserer Beziehung sein, sondern... Sie hat es mir nicht gesagt für sich, um weiter ihr Spiel zu treiben. Vielleicht auch, ja. Vielleicht aber auch, es wird so eine Melange sein. Vielleicht auch, um dich nicht zu verletzen, aus taktischen Gründen, aus strategischen Gründen, wie auch immer. Ich finde, dass in so einem Fall du auch schon das Recht hast, jetzt doch bald
noch intensiver mit ihr zu reden und sie sich nicht als Primadonna zurückziehen kann und sagen, ach, ich muss erstmal über meine Gefühle im Klaren werden, Quatsch. Die muss reden mit dir, die muss das auch erklären, die muss auch Kritik üben an dir und an euch, damit du weißt, woran ihr seid und woran du bist. Also, ich glaube, das ist das A und O, dass man das tut. Mensch, ich gucke gerade auf die Uhr, Volker, meine Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Was? Okay, mach's gut, tschüss. Ja. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Wir sehen und hören uns wieder nächste Woche Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, Radio 1 Live, 1 Festival und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes, ein tolles Wochenende. Bis dahin, ciao. 2 Uhr, Berlin.